Quicktipp Nummer 6. Mach ein Video über dich und dein Unternehmen und stell das auf deine Homepage, am besten auf die Karriereseite, wenn du eine hast. Und du brauchst da jetzt kein so ein Hochglanzvideo mit 5.000, 6.000 Euro Budget. Nein, mach ein authentisches Video. Und das muss jetzt gar nicht so sein wie bei mir, ja, vor so einem neutralen Hintergrund, obwohl so neutral ist der gar nicht im Knallrot, sondern lauf durch dein Unternehmen. Pack dir dein Handy oder eine Kamera, wenn ihr eine habt. Entweder du hältst die selber und filmst dich, ja, oder du hast einen Mitarbeiter dabei, der das für dich macht. Und lauf locker durch dein Unternehmen und erzähl was über dein Unternehmen. Und vielleicht ist da irgendwo eine Materiallieferung über ein tolles neues Projekt, dann erzähl kurz was drüber. Und wenn ein Mitarbeiter an dir vorbeiläuft, dann läuft er eben durchs Bild, egal. Dann sagst du, hallo Horst oder hallo Steffi oder was auch immer. Und sie oder er sagt, hallo Chef. Und dann geht's weiter. Ja, dann spür ich schon, wie es bei euch läuft und dass es eine coole Truppe, eine coole Stimmung ist. Also mach das wirklich locker, mach das authentisch und dann machst du vorne einen Schnitt und hinten einen Schnitt und guckst noch, dass der Ton ordentlich ist und dann ist das schon mal eine coole Sache. 95% besser als alle anderen das machen, weil die haben nämlich überhaupt kein Video. Oder die haben ein Hochglanzvideo mit so Aussagen, ja, die überhaupt nicht greifbar sind. Also mach was Authentisches, mach was Lockeres, ohne riesengroßes Budget, sprich frei von der Leber weg und wenn es 2-3 Mal schief geht, ja, dann machst du es eben, bis es geklappt hat. Das ist auch nicht so schlimm und wenn du mal sagen musst, dann sagst du mal egal. Aber mach dich erlebbar, mach dich greifbar, zeige dich am besten mit einem kurzen Video.